Wenn die AfD in die Regierung kommt, werde ich gehen. Dann werde ich Deutschland verlassen, sagt mein heutiger Gast. Er war stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden, Talkshow-Moderator, ist mehrfacher Bestseller-Autor und einer der streitlustigsten Deutschen. Herzlich willkommen, Michael Friedmann. Danke für die Einladung. Wohin würden Sie denn gehen, wenn die AfD an die Regierung käme? Das ist eine typische Luxusfrage. Ich habe gelernt, dass wenn man flieht, zum Beispiel all die Menschen, die zu uns kommen, stellt sich die Frage, Hauptsache raus. Es geht den Menschen so schlecht, Hunger, Durst, Kriege, Bürgerkriege, dass die Frage ist raus. Die zweite Frage, wohin man geht, ist für Menschen wie Sie und mich dann doch eine andere als für diese armen Menschen, die flüchten. In meinem Buch Fremd habe ich mal geschrieben, was ist der Unterschied zwischen einem ungern gesehenen Flüchtling und einem gern gesehenen Ausländer? Es ist leider die Kreditkarte. Das heißt, die Auswahl erst einmal wieder weg in ein Land, wo es ein bisschen besser geht, ist eigentlich das, was mir durch den Kopf geht. Und wenn es um ein bisschen besser geht, dann meine ich Freiheit, Demokratie, stabiler und Krieg oder Frieden. Und da gibt es Gott sei Dank Kontinente außerhalb Europas, wo das noch möglich ist. Spürend außerhalb Europas. Es ist nicht eine Frage von Deutschland, nur dann. Deutschland kann nicht mehr mein Aufenthalt sein, weil es lebensgefährlich ist. Aber ich glaube, dass der gesamte Europäische Unionsgedanke zusammenbricht, nicht was Wirtschaft und Handel angeht, sondern wenn Frankreich Le Pen hätte, und in Deutschland eine Bundesregierung mit der AfD ist, dann sind die zwei wichtigsten Staaten Europas, was Menschenrechte angeht, eine andere Geschichtserzählung. Also wäre es dann Europa. Gilt diese selbstgesetzte Regel, wenn die AfD an die Macht kommt, dann muss ich gehen? Ja, dann will ich. Gilt das auch, wenn zum Beispiel in einem Bundesland die AfD an die Macht kommt? Nein, ich glaube, dass es dann immer noch meine Aufgabe, mein Selbstverständnis ist, sich in die politischen Debatten, in die auch gesellschaftspolitischen Debatten, auch die kulturellen und philosophischen, immer noch weiter einzumischen. Aber spätestens, wenn es eine Bundesregierung ist, dann ist die internationale Politik gefragt. Also nehmen Sie heute das Verhältnis zur Ukraine und Russland. Würde es so eine Regierung geben, wäre das Aufgeben der Ukraine sehr viel deutlicher, schneller möglich. Aber Sie können auch das Verhältnis zu Amerika nehmen, das gesamtgeostrategische politische Konzept und innenpolitisch, das haben wir nun in Potsdam gehört, werden ja auch die dann ausgewiesen, die sich nicht assimilieren können, als Zitat. Und ich glaube nicht, dass ich bereit bin, meinen Mund zu halten. Und deswegen wird der Höcke eher dafür sorgen, dass ich dann rausgehen muss. Da gehe ich doch lieber freiwillig und rechtzeitig. Ich würde übrigens nicht jüdische Freunde anrufen und sie fragen, ob sie mitkommen. Mhm. Es ist keine Frage des Jüdischen nur. Es ist eine Frage des Freiheitenlebens können. Und ich möchte nicht, dass mir irgendjemand als Autokrat, wie in Ungarn beispielsweise, verbietet, in einer Buchhandlung unverschweißte Bücher über Homosexualität kaufen zu können oder wie es in Amerika ist. Solange ich frei leben kann, kann ich atmen. In Thüringen wird am 1. September gewählt. Die AfD unter Björn Höcke ist dort in allen Umfragen stärkste Partei. Was glauben Sie, würde ein Mann wie Björn Höcke mit Jüdinnen und Juden machen? Also man muss es jetzt nicht nur mit Herrn Höcke sehen. Gucken Sie, wenn eine autoritäre Regierung käme, ich rede wieder von der Bundesregierung, dann stellt sich ja wieder die Frage, wie gehen wir mit Minderheiten um? Und wir müssen uns darüber klar werden, dass der Judenhass ein strukturelles Problem nicht nur in Deutschland ist. Deutschland hat den Judenhass nicht erfunden, aber Auschwitz erfunden. Und damit ist der Judenhass in Deutschland immer anders als anderswo. Zweitens, er ist ein Teil der kulturellen Erinnerung, des Gedächtnisses. Wenn wir darüber reden, eben wie soll man kulturelles Gedächtnis nach dem Tod der Zeitzeugen machen, dann sage ich noch mal, wir haben kein kulturelles Gedächtnis, was die Nach-Nazi-Zeit angeht, weil die Generationen ja geschwiegen haben. Aber was wir in Europa als kulturelles Gedächtnis haben, ist das Christentum, das als erste globale Firma ihre Handelsvertreter in die Welt geschickt hat, um zu missionieren und da immer wieder erzählt hat, Juden haben Gottes Sohn ermordet. Nun ist das seit ein paar Jahrzehnten, Zweites Vatikanisches Konzil und Ähnliches zurückgenommen. Das sind Sekunden im Vergleich zur Ewigkeit dieser Geschichtserzählung. Das heißt, wie Adorno sagt, das Gerücht über die Juden
hängt zwischen Bewusstsein und Unbewussten in uns. Und die Höckes dieser Welt aktivieren das. Wir sind aber nur noch ein Amüsgöl. Ich muss darauf wirklich noch mal hinweisen. Ich sitze hier nicht nur, weil ich ein jüdischer Mensch bin, sondern weil ich ein Mensch bin und Bürger dieses Landes. Wenn die Höckes auf uns losgehen, wir sind ein Amüsgöl, aber dann gibt es die erste Vorspeise, die zweite Vorspeise, eine Zwischenspeise, eine Hauptspeise. Und alle, die glauben, sie würden nicht vom Hass verzehrt werden, sind naiv. Björn Höcke reklamiert für sich ein, ich zitiere, ehrliches Bemühen um einen Austausch mit der jüdischen Gemeinde. Nehmen Sie ihm das nicht ab? Ich halte Herrn Höcke alleine schon mit dem Begriff ehrlich nicht für kompatibel. Sie nehmen ihm das nicht ab? Nein. Es sind, wenn Sie die Partei nehmen, ja sogar revisionistische Gedanken salonfähig. Also der Vogelschiss der Geschichte vom Ehrenvorsitzenden. Er selbst, die Schande, das Mahnmal als Schande für Deutschland. Ich bitte Sie, von wem reden wir gerade? Mhm. Wir reden von jemandem, der in seinen Ansprachen so deutlich Menschenhass vertreibt. Und zwar jetzt nicht nur, was jüdische Menschen angeht. Der Hass ist hungrig. Und der Hass ist nie satt. Und deswegen sage ich es noch einmal. Es ist naiv zu sein, wenn Politik Hass und Hetze als Mittelpunkt ihrer Botschaft hat, zu glauben, man sei nicht davon betroffen. Was würden Sie eigentlich Ihren Parteifreunden von der CDU in Thüringen, Sie sind CDU-Mitglied, sagen, wenn Sie nach der Wahl dort in Thüringen doch in Versuchung kämen, gemeinsame Sachen mit der AfD zu machen, auf welche Art auch immer? Also der Landesverband in Thüringen hat ja schon eine Generalprobe mit der FDP hinter sich, wenn ich Sie daran erinnern darf. Ich weiß das. Daran ist übrigens die damalige Parteivorsitzende Frau gescheitert. Ich glaube aber, dass wir heute in einer anderen Zeit sind. Die AfD, gerade in Thüringen, ist dermaßen nackt im Sinne von, dass der Wolf die blutigen Zähne zeigt. Und wir haben, glaube ich, in der Analyse festzuhalten, dass wenn das in Thüringen passiert, die CDU das, was sie momentan an Vorsprung aufgebaut hat für die Kanzlerwahl, verlieren wird. Jedenfalls sehr viele Prozente verlieren wird, weil wer auch immer der Spitzenkandidat sein wird, immer wieder damit konfrontiert werden wird. Nun ist aber die eine, darum habe ich damit begonnen, Parteivorsitzende daran gescheitert, die Chancen wären also für Herrn Merz 50-50, aber anders noch als damals, wo das ein Aperçu erst war, man dachte, das passiert ja nicht, wissen wir heute seit Monaten und auch wir Journalisten und Publizistinnen reden und arbeiten dran, dass das möglich ist. Und so gesehen ist es kein Coup mehr. Sie klingen aber jetzt auch nicht so, als hätten Sie vollstes Vertrauen in die Kollegen von der CDU also in Thüringen. Ich habe als politischer Journalist wie Sie, in dem, was Parteien uns erzählen und dann machen, und zwar alle Parteien, Gott sei Dank nicht vollstes Vertrauen, und sonst würde ich meinen Job nicht ernst nehmen. Ist aber Ihre Partei. Aber ich bitte Sie, jede Partei, und ich denke, dass Mitglieder, die in einer Partei sind, klug genug sind zu sagen, bei 50,01% werde ich, wenn ich will, Mitglied einer Partei. Alles andere wäre eine unkritische Parteimitgliedschaft. Daran haben schon einige CDUler an mir sehr gelitten. Sie sagen, mit Blick auf die Wahlen im Osten, jeder Dritte der Bürgerinnen und Bürger wählt eine Partei, von der wir alle mittlerweile wissen, wessen Geisteskind ihre Führung ist. Die Frage ist aber, wie sollen wir umgehen mit diesen rund 30% unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, sich von ihnen abgrenzen, sie als Nazis bezeichnen, ihre Sorgen und Themen ernst annehmen? Also erstens, Sorgen und Themen aller Bürger sind ernst zu nehmen. Zweitens, man muss den Begriff Nazi nicht inflationieren. Aber drittens möchte ich schon darauf hinweisen, wir sind ja bei allen Parteien der Meinung, und so steht es im Grundgesetz, dass der Bürger, die Bürgerin weiß, was sie tut. Sie sind mündige Wähler, sie treffen eine Entscheidung. Wir werden immer dann sagen, wenn du die Grünen gewählt hast, hast du eine Affinität für Umwelt bei der SPD, hofft die SPD soziale Gerechtigkeit und. Nur bei der AfD hat man lange von Protestwählern gesprochen, auch von einer Protestpartei. Das ist vorbei. Das hat etwas sehr Entlastendes gehabt. Ich glaube, die Motivlage ist dahin zu gestellen. Aber was ich jedem AfD-Wähler und Wählerin doch sage, ist, warum auch immer du sie wählst. Du wählst mit deiner Stimme eine Partei, die spaltet, die Hass und Hetze verbreitet. Und mit deiner Stimme, ob
du das anerkennst oder nicht, gibst du ihr politische Macht. Und für diese Entscheidung, dass du ihr politische Macht gibst, nehme ich dich in Verantwortung, weil ich dein Wählen ja respektiere. Und darüber müssen wir streiten. Aber Sie sprachen zu Recht von den 30%. Ich bin in den letzten Wochen und Monaten immer mehr zur Überzeugung gekommen, dass wir uns endlich um die 70% kümmern müssen. Was ist denn unser Thema? Die einen sind leidenschaftliche Zerstörer der Würde des Menschen. Die anderen sagen, sie sind Demokraten. Da gibt es einige, die sind gleichgültige Demokraten. Es gibt einige, die sind verwöhnt dekadente Demokraten. Aber alles in allem geht es doch um die Frage, und das ist meine tiefe Überzeugung, spätestens 2025 in Deutschland, Demokratie oder Autokratie. Und wir müssen diejenigen wieder stärken, wie Handelsvertreter, und unterwegs sein, und damit meine ich nicht nur die Parteien, Menschen zu vermitteln, dass die schlechteste Demokratie immer noch besser ist als die beste Diktatur. Und auch da die 50,01% reichen, um zu sagen, im Zweifel Demokratie. Das tun weder die Parteien noch wir ausreichend. Wir sind immer noch im Subsumptionsbereich. Was ist mit der Wärmepumpe? Was ist mit den der Schuldenbremse? All diese Themen, und das will ich den Menschen deutlich machen, werden in der Demokratie immer noch eine Chance haben. Aber schauen sich doch die Diktaturen an. Keine Umweltpolitik, keine soziale Politik, keine menschliche Politik und, und. Also jeder, der wo auch immer an einem politischen Thema interessiert ist, sollte die Demokratie im Zweifel wählen. Und das wird die Entscheidung sein. Eine spannende Frage ist ja auch, wie wir Journalistinnen und Journalisten mit der AfD umgehen. Sie haben im deutschen Fernsehen Interviews geführt, wo man den Eindruck hatte, also Ihnen kann man auch den Teufel ins Studio setzen. Sie machen das gerne, Sie geben da Kontra. Der Umgang mit Führern, Anführern der AfD, würden Sie sagen, natürlich sollen die in jeder Talkshow mitdiskutieren, wie Vertreter von SPD und Grünen? Oder sagen Sie, nein, hier handelt es sich um eine Partei von einem grundsätzlich anderen Charakter. Die dürfen wir auch nicht so behandeln wie alle anderen. Gehe auf Ihre zweite Bemerkung. Die AfD als rechtsextreme Partei ist nicht am Rande der Demokratie, sondern außerhalb der Demokratie. Deshalb? So wie ich sage, sie ist demokratisch gewählt worden, aber deswegen noch keine demokratische Partei. Und wir merken, und ich bin Herrn Haldenwang dafür äußerst dankbar, wir merken, dass der Verfassungsschutz und selbst Herr Seehofer als Erster und Nancy Faeser als Nächste im Jahre, man muss sich das mal vorstellen, 22, 23 zum ersten Mal überhaupt sagen an die Bevölkerung, der Rechtsextremismus ist die größte Gefahr für die Demokratie. Das hätte man schon vor Jahrzehnten wissen müssen. Also das vorausgeschickt. Ich glaube, man muss sie in die politischen Sendungen, ich mag den Begriff der Talkshow nicht, Talkshow ist eine Unterhaltungsgeschichte immer gewesen. Ich gehe immer noch davon aus, dass wir eine politische Gesprächssendung meinen. Und natürlich muss man eine Partei, die im Bundestag repräsentiert ist, auch wenn ich sie nicht als eine demokratische nehme, in die Sendung hineinnehmen. Die Frage ist, wie oft, wie viel, zu welchen Themen. Mhm. Dass wir sie dauernd einladen, wenn es um Ausländer geht, um Flucht geht, halte ich für ein Problem. Also mal öfter zum Thema Rente. Aber natürlich. Oder zum Thema Schuldenbremse. Oder zum Thema Kultur. Oder zum Thema welches auch immer. Die ja nun auch als gemeinsame Politikfelder, wie wir beide wissen, immer wieder Aktualität haben. Dass wir sie aber genau auf das immer einladen, wo sie ihren USP haben, halte ich erst einmal schon für nachdenkenswert. Ich würde nicht mit Ihnen sprechen können, nicht weil ich Sie nicht in meine Sendung einlade. Die Voraussetzung einer Streitkultur, auch das, was wir beide machen, ist, dass wir uns gegenseitig anerkennen. Aber Herr Höcke oder die AfD erkennt mich ja nicht an, weil ich Mensch zweiter Klasse bin. Also nicht ich habe ein Problem, Sie einzuladen, sondern wenn man sich hinsetzt und der andere hat ja eh nie recht, weil er schwarzer Mensch ist, schwuler Mensch ist, jüdischer Mensch ist, dann ist die wichtigste Voraussetzung für auch ein Gespräch, die journalistisch eine kritische Note hat, nicht mehr möglich. Dass Sie im Falle einer Machtübernahme der AfD in Deutschland das Land verlassen wollen, hat das auch mit der Erfahrung Ihrer eigenen Familie zu tun, die damals nicht rechtzeitig aus Polen geflüchtet ist. Ja, also es gibt ja eine Erfahrung der jüdischen Geschichte auch in Deutschland zwischen Ende
1880 bis 1939 Menschen jüdischen Glaubens haben im Ersten Weltkrieg als Soldaten irgendwelche Auszeichnungen bekommen und waren dabei, haben, haben Deutschland kulturell, journalistisch, auch ökonomisch mitgeprägt. Aber das Ergebnis war mit der Assimilation, dass sie trotzdem selbst als 16. Juden vergast wurden. Und es gibt einen Korridor, bevor man muss. Und diesen Korridor möchte ich jedenfalls nicht verpassen. Aber ich würde das in jedem Land, in dem die Freiheitsrechte, ich komme noch mal darauf zurück, die Freiheitsrechte in Frage gestellt werden. Wir alle wissen, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist ein Ziel. Und auch wir tragen politische Entscheidungen mit, wo die Würde des Menschen angetastet wird. Jeden Tag zum Beispiel im Mittelmeer. Aber wir bemühen uns, diesen Anspruch nicht zynisch zu behandeln, sondern auch selbstkritisch zu reflektieren. Das ist dann futsch. Dann heißt es, die Würde des Menschen ist antastbar. Das geht nicht. Vor mir steht eine Box. Herr Friedmann, darin sind ein paar Gegenstände, die mit Ihrer Karriere, mit Ihrem Leben zu tun hatten. Ich öffne sie jetzt mal. Es ist wichtig zu wissen, dass fast Ihre gesamte Familie im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau ums Leben gekommen ist. Lediglich Ihre Eltern und Ihre Großmutter überlebten. Und das hat mit dieser Liste zu tun, einer historischen Liste, Schindlers Liste. Ja, und viele sind übrigens schon im Ghetto umgebracht worden. Und das, was Sie hier als Liste haben, waren alles eine Menschen. Kopie, wo ja. auch der Name Ihrer ja, Mutter zumindest waren zu finden ist. Alles Menschen, die im Ghetto waren, in Krakau. Krakau. Schon im Ghetto war es ja eine Art Vernichtung durch Hunger, Durst, Krankheiten, Gewalt. Und in der Tat war Oskar Schindler ein Mann, der eigentlich als Profiteur nach Polen kam, Geschäfte mit den Nazis machen wollte und tatsächlich auch... Ein Fabrikant, der seine Fabrik auch quasi vor den Toren von Auschwitz genau. hatte. Genau, und so aber den ersten Kontakt mit Juden und Jüdinnen hatte und begriffen hat, er hat einen Kontakt mit Menschen. Das ist ein erster Moment gewesen. Und ein zweiter Moment war, er hatte dann Ausritte und irgendwann stand er am Hügel und konnte sich dann das Ghetto von oben anschauen, also das Innenleben des Ghettos. Und was der da gesehen hat, muss bei ihm etwas hervorgerufen haben, was die meisten Menschen rumrum und auch schon in Deutschland bei allen Anfängen nicht spürten, nämlich Empathie. Es geht um Menschen. Dann wurde diese Liste gebaut, aufgestellt, eine imaginäre Fabrik wurde erdacht, die viel Geld nach Berlin schicken sollte. Und auch da ging es noch nicht nur um das Menschliche, sondern wer auf der Liste sein wollte, musste Geld, musste Schmuck, Diamanten hinterlegen. Ihre Großmutter? Meine Großmutter kam also auch auf die Liste, weil das eine sehr bourgeoise, anerkannte Familie war. Aber am Ende gab es den Diamanten. Und jetzt ein Diamanten für Herrn Schindler. Ein Diamanten für den Aufwand, den Herr Schindler betreiben musste, um das alles zu machen. Und jetzt wird die Sache, dann kommt der dritte Punkt seiner Veränderung, spannend. Denn der Transport der Frauen wird irrtümlich nach Auschwitz gebracht und nicht in die Fabrik. Das war aber ein Fehler. Ein Fehler. Ja. Und das ist, glaube ich, der Moment, wo dann Oskar Schindler endgültig sich innerlich erklärte und sagte, ich mache das nicht mit, nimmt einen Teil dieser Diamanten mit und hat eine Verabredung mit Höss in Auschwitz, den Kommandanten des Lagers, sitzt ihm genauso gegenüber wie wir, es war nur ein runder Tisch, und legt ihm die Diamanten hin und sagt, gib mir meine Jüdinnen. Und Höss sagt, es ist doch völlig egal, welche Jüdinnen du in deiner komischen Fabrik hast. Ich habe hier sehr viele andere. Und er sagt, nein, ich brauche genau die. Und die sind auch angemeldet in Berlin. Mach keinen Ärger. Wir müssen heute wissen, dass so eine Situation so hätte enden können. Höss erschießt ihn, nimmt die Diamanten und vergaß diese Jüdinnen mit. Das heißt, in diesem Moment opfert er in Theorie sein Leben für etwas, was bis dahin in ihm nicht so wirkte. Und dann werden diese Frauen tatsächlich zurückgeführt. Und die Liste wird eine Realität. Und alles, was er bis dahin materiell gesammelt hat, schickt er nach Berlin, um diese Fata Morgana, eine Ertragsfabrik
aufrechtzuhalten. Er besticht die Wachleute dort und er schickt alles, bis eigentlich auch fast alles aufgeräumt war. Und das ist schon etwas, wenn man das überlegt. Und ich nehme es in unsere Gegenwart. Er hat mir eins beigebracht, nämlich zu sagen, was kann der Einzelne tun? Was übrigens die meisten nach dem Krieg gesagt haben, was wir auch heute noch sagen. Was kann ich denn schon tun? Ist nichts anderes als eine so platte Entschuldigung fürs Nichthandeln. Und wir heute, wenn wir sowas sagen, da kriege ich echt Pickel drauf. Weil wir sind frei, wir sind demokratisch, vielleicht müssen wir einen Preis dafür bezahlen, aber nicht unser Leben. Und dass wir es dann immer noch sagen und sagen, komm, die da oben, die da unten, das ist der Grund, warum dann die Entdemokratisierung stattfindet. Denn weil Sie das gerade ansprechen, ein letzter Satz, Auschwitz ist der Endpunkt der Geschichte. Dazu sich auseinanderzusetzen ist wichtig, aber die wichtigste Frage auch für heute ist, Endpunkte haben Anfangspunkte. Unterbrichst du die Anfangspunkte, gibt es diesen Endpunkt nicht. Und wir sind im Jahre 2024 wieder mittendrin. Sie haben es ja angesprochen, dass eine Partei gewählt wurde, mehrmals jetzt in den Bundestag, wo wir beide und ich glaube die meisten Menschen gesagt hätten vor 10, 15 Jahren, auch bei der NPD, das ist undenkbar. Und wenn, dann machen wir alles dagegen. Und jetzt in Diskussionen darüber reden, stellen wir uns mal vor, wir könnten die auf 10% reduzieren, was für ein Erfolg zeigt, wie viele Anfangspunkte in uns sich schon verschoben haben. Dieser Liste und den konkreten Namen, die da draufstehen, verdanken Sie Ihre Existenz? Mein Leben. Meine Eltern wären tot, ich wäre nicht am Leben. Sie sind Oskar Schindler mehrfach persönlich begegnet. Wir haben auch ein Foto da noch als junger Mann in Tel Aviv war das, glaube ich. Bar Mitzwa. Ja. Er war mein Ehrengast. Wie haben Sie ihn im persönlichen Gespräch erlebt? Das Beeindruckendste für mich war, dass er nie darüber gesprochen hat, sondern wenn, dann haben meine Eltern damit begonnen, was er gemacht hat. Das ist ja das Besondere. Für ihn war das ab diesem Punkt nichts, womit man prahlen muss, sondern weil man einfach Mensch ist. Übrigens habe ich das bei vielen, die auch in England und anderswo Juden und Jüdinnen gerettet haben im Dritten Reich, gehört, gesehen, dass sie darüber nicht sprechen. Und wenn meine Eltern das nicht immer wieder beim Essen mit großem Dank, und das war für die dann... Das war durchaus untypisch für die Überlebenden, ne? Für die Überlebenden war es typisch, sich zu bedanken bei denen, die es getan haben. Untypisch war es, dass die Retter darüber sprachen. Und so kam das Thema natürlich ich mit. Das Zweite, was ich an ihm erlebt habe, war, für mich war er so ein Bär, ein ganz starker Mann, groß und Riesenhände. Das Dritte, was ich erlebt habe, war, wie oft er zu uns nach Hause kam, in den Anfang 70ern noch, und uns erzählte, dass er bespuckt wird und als Judenfreund deklariert wurde. Und ohne Spielberg. In Deutschland, ne? In Deutschland. Ja. Und ohne Spielberg wäre er bis heute unbekannt. Ich habe mich dauernd gefragt, als Kind, naiv wie man ist, warum tragen eigentlich nicht die offiziellen Deutschen solche Deutsche auf Hände und sagen, wir waren nicht alle so. Bis als ich älter wurde, mir klar war, weil solche Leute waren der Beweis, dass wenn andere, nämlich Millionen, gesagt haben, man hätte was tun können. Ja. Und deswegen wurde er verpönt. Und abgesehen davon war der Judenhass nach 45 doch nicht verschwunden. Die zwischen 33 und 45 ihren Antisemitismus prall, blutig, verbrecherisch, wegschauend lebten, haben am 9. Mai diese Gefühle immer noch gehabt. Herr Friedmann, Sie wurden dann glücklicherweise am 25. Februar 1956 in Paris geboren. Nach der Befreiung blieben Ihre Eltern nicht in Polen, sondern emigrierten nach Frankreich. Weil es in Polen Pogrome gab. Die Juden kamen, die Überlebenden, wenigen kamen zurück. Wurden zurück in ihre Häuser? In ihre Häuser, Wohnungen, Geschäfte. Und die polnische Bevölkerung hat im Großen und Ganzen so reagiert, wie man dann immer reagiert. Nämlich zu sagen, hier sind wir jetzt. Rittgis geht weg. Polen hat eine große antisemitische Tradition als sehr katholisches Land gehabt. Und Pogrome, nicht nur in Polen, waren Alltag. Aber jetzt komme ich wieder dazu zurück. Pogrome waren nie eine grundsätzliche Vernichtungsidee, sondern Pogrome war ab und zu den Żydkis, wie es in Polen dann hieß, eine Lektion zu erteilen. Dabei starben leider auch Menschen, aber dann war es dann gut, währenddessen die deutsche Nazi-völkische Idee war, alle Juden und Jüdinnen zu töten,
nur weil sie Juden sind. Aber das passierte dann und dann sind sie nach Paris und dort bin ich dann geboren. Sie wuchsen dann in einer für Ihre Eltern fremden Stadt auf, für Sie natürlich auch. Wie würden Sie Ihre Kindheit beschreiben? Oh, meine Kindheit. Sie müssen sich meine Mutter vorstellen, die 16 war, als sie ins Ghetto ging. Eine nach der Befreiung sehr traurige Person. Ich würde sagen, eine depressive Person. Eine, wie gesagt, sehr ängstliche Frau. Und mein Vater, wahrscheinlich nicht ganz anders, aber eher unauffälliger. Meine Mutters Hand zitterte viel und wenn das Telefon klingelte, wenn es später wurde, war sofort diese Traumatisierung da. Oder wenn wir Polizisten sahen, das habe ich als Kind alles mitbekommen. War verstörend, die Eltern so zu sehen? Es ist für ein Kind eine totale Überforderung. Also wenn das Kind das Bedürfnis bekommt, Mutter und Vater zu trösten, in Anführungsstrichen zu retten, und das heißt, dass das Kind ihnen das Schöne, das Gute nach Hause bringt, das Leben eigentlich nach Hause bringt, diese Überforderung hat mich nicht nur überfordert, sondern begleitet mich bis heute im Gefühl, weil es andererseits meine Kindheit und meine Jugend nicht zugelassen hat. Ich konnte meine Eltern nicht ärgern. Weil wenn ich sie geärgert hatte, dann wusste ich, dass da etwas passiert, was nicht gut ist. Und ein Kind hat dann, wie ich, noch die konkrete Aufgabe gehabt, vor allen Dingen, als wir in Deutschland waren und sie kein gutes Deutsch sprachen. Und das sind ja Millionen Kinder wieder. Das ist jetzt nicht nur das jüdische Schicksal. Denn ich bin auch ein Flüchtlingskind. Ich hatte einen staatenlosen Pass. Und ich erinnere mich an die Besuche in Ausländerbehörden, sowohl in Paris als auch in Deutschland. Das waren und sind bis heute Abwehrbehörden. Und so wirst du dann auch behandelt. Und dann sprichst du die Sprache für deinen Vater und deine Mutter. Das alles ist für eine Kindheit das Gegenteil von Gut und Glück. Diese Traurigkeit rührte höchstwahrscheinlich aus dem Holocaust, aus diesen Erfahrungen, die Sie in dieser schrecklichen Phase gemacht haben. Aber nicht nur aus der Erfahrung. Ich meine, es waren 50 Tote. Sie waren aus der Familie. Ich lebte auf einem Friedhof. Sie wenigstens konnten Bilder haben, was die Onkel, Tanten, Cousinen und alle waren, auch die Schwestern und Brüder. Ich hatte ja nur Geister. Ich kannte diese Menschen nicht. Aber sie waren die Friedhofswärter dieser Menschen. Und das ist ein zweiter Punkt, wo diese Traurigkeit nie aufhebbar wurde. Meine Großmutter hat Kinder verloren. Meine Mutter, mein Vater, Geschwister. Und noch einmal, mit einer Brutalität, Entmenschlichung. Und meist waren sie auch Zeugen und Zeuginnen. Mein Vater beispielsweise hörte auf seinem Ohr nicht, weil ein Nazi mit einem Gewehrkolben ihm schlug. Und all das sah man ja und das nahm man in das Leben mit. Und das kann sehr unterschiedlich verdrängt, verarbeitet werden. Aber ich kenne und ich kannte ja nun sehr viele, weil ich als Zentralrat sie alle kannte. Ich kenne kaum Überlebende, die zwar existiert haben, ja, aber ein gutes Leben selten. Wann in Ihrem Leben haben Sie das erste Mal Antisemitismus erfahren? Also wenn man so aufwächst, hat man eine hohe Sensibilität und man sieht ab einem gewissen Alter, so das muss zwischen 10 und 15 passieren, wo man jetzt nicht nur das Kind ist, sondern sich auch informiert, das sehr deutlich. Zur Schule geht. Aber auch damals mit Spiegel lesen. Aber ich habe es zweimal persönlich in diesen Jahren erlebt. Einmal bei in meiner Schule, wo ich einen Schüler nicht habe abschreiben lassen, nicht weil ich ein Streber war, ich mochte den einfach nicht. Und kam dann in die Pause und er schrie mich an, du bist eine blöde Judensau. Hat nicht gesagt, du bist ein Idiot, sondern eine Judensau. Wenn er auch nur gesagt hätte, du bist eine blöde Sau, hätte ich das zwar als Kränkung empfunden, aber das Wort Jude war das Schimpfwort. Ja. Das war key.
Und wir sind da Ende der 60er Jahre. Ich erinnere mich, wie mein Vater dann bei seinem angerufen hat. Er war Zahnarzt. Und sein Vater, weil ich ihm dann die einzige Ohrfeige meines Lebens gegeben habe, nie einen Menschen sonst geschlagen. Ich kann das nicht. Also das Gefühl zu schlagen schon körperlich. Warum konnten Sie es da? Ich glaube, es war ein Affekt. Es war nur ein Affekt. Es war keine Absicht. Und es war auch nur einmal, und darum sage ich, es war ein Affekt. Und ich wusste, dass ich mehr gezittert habe, als er Schmerzen hatte. Aber als mein Vater dann bei seinem anrief, sagte der Vater, ich sorge dafür, dass das Kind von der Schule geworfen wird. Und dann sagte mein Vater, ihr Sohn hat Judensau geschrien und es waren andere Kinder dabei. Am Ende gab es weder das eine, also dieser Junge wurde nicht in irgendeiner Form vor einen Schuldirektor gerufen. Und der Vater hatte dann doch Angst, dass diese bürgerliche Karriere durch so etwas angegriffen wird. Das zweite Beispiel war, ich war dann oft bei meinem Vater, um 13 Uhr war die Schule damals zu Ende, zum Mittagessen. Und einmal war ich dann geblieben, wie oft, und dann hatte er einen Geschäftspartner. Mein Vater war Pelzkaufmann, also rohe Felle, und verkaufte das an Kirchner oder für Geschäfte. Und einer seiner Geschäftsfreunde sagte, nachdem sie das Geschäft abgeschlossen haben, Paulchen, Paulchen, ihr Juden seid schon sehr gerissen, wenn es um Geschäfte ging. Ich sitze da und denke, mein Vater wird jetzt richtig anfangen, sich zu wehren. Es tat er nicht. Und ich fühlte in diesem Moment einerseits Scham und andererseits wusste ich, er ist zu schwach. Und er ist nach Deutschland zurückgekehrt. Er wusste, auf was er sich eingelassen hat. Und das war der Moment, wo ich politisch wurde. Eigentlich ist diese Biografie dann entstanden, weil ich meine Eltern schützen wollte. Ich wollte dann für sie sprechen, weil ich glaubte, dass ich die Stärke hätte. Daraus, damals, das müssen Sie wissen, waren jüdischen Gemeinden eigentlich zu 90% Überlebende des Holocaust, osteuropäische Juden. Und sie waren alle miteinander befreundet. Und ich bin mit denen in einer Art Ghetto ja aufgewachsen. Und dann fing es mit meinen Eltern an, dann fanden andere es so wunderbar, dass ein Jüngerer das tut. Ja, und dann waren es bis heute der Versuch, den ich aber dann nicht mehr nur jüdisch gesehen habe, wenn Menschen mit ihren Eigenschaften beschrien oder bespuckt oder getreten werden, ob das muslimische Menschen sind, Schwule, als Schimpfwort, entsteht bei mir ein Reflex, ich kann nicht schweigen. Oskar Schindler, wenn Sie so wollen, der Haken sitzt. Jude sein in Deutschland war für Sie immer schon schwierig. In Ihrem autobiografischen Buch Fremd thematisieren Sie sehr eindringlich dieses Gefühl von Fremdsein. Fühlen Sie sich eigentlich seit dem 7. Oktober, seit dem Attentat der Hamas, noch fremder als schon zuvor in Deutschland? Mir ist wichtig, dass gerade in Fremd ich etwas beschreibe, was unterbelichtet ist. Ich empfand die Fremdheit einerseits als jüdischer Mensch, aber sehr intensiv als Mensch, der aus einem anderen Land in ein anderes Land gekommen ist, die Sprache nicht konnte. Und sobald es hieß jüdisch, so kleine Elektroschocks überall waren, das war mir ja noch lieb, aber oft überhaupt keine waren. Und dann kam die braune Soße raus. Aber das Wichtigste war für mich auch die Erfahrung, du sprichst die Sprache nicht, deine Eltern sprechen sie schlecht. Und beides zusammen war und ist bis heute das, was mich prägt. Und darum habe ich mich nicht nur und nie nur für die jüdische Frage engagiert, sondern auch für andere. Nach dem 7. Oktober ist etwas hinzugekommen, nämlich es war ein Loch des Schweigens. Es fehlte die Empathie. Man kann ja zu der Frage Israels stehen, wie man will. Aber was diese Terroristen dort gemacht haben, war die Enthumanisierung ihrer Opfer. Dass Terroristen umbringen, ist leider banal. Aber dass man deswegen tote Frauen vergewaltigt, dass man den Babys Gliedmaßen abschneidet, dass man verbrannte Körper und all das in TikTok reinbringt, in die sozialen Medien, war die Aussage, das sind keine Menschen. Und spätestens da hätte Empathie erst recht in Deutschland stattfinden müssen. Und es waren dann alles in allem vielleicht 20.000 Menschen verstreut.
Und wenn ich mir angeschaut habe, und ich erinnerte mich, weil ich da ja auch aktiv war, was wir ein Jahr vorher mit den wunderbaren, mutigen Frauen im Iran für Solidarität spontan hatten, erinnert habe, auch weil ich aus Paris bin, als Charlie Hebdo war oder Bataclan war, was da sofort Hunderttausende, auch Deutsche, auf die Straße gingen. Gerade auch aus dem Kulturbereich. Zum Beispiel. Wenn ich mich an all das erinnerte, übrigens auch an 9/11, wo ich glaube, dass das der Beginn der Krise der freien Demokratien war. Und dann mir überlegt habe, 20.000 Menschen, da war einerseits also das, was passierte, schon für jeden Diaspora-Juden wieder eine Retraumatisierung, vor allen Dingen von Holocaust-Kindern, die überlebt haben, die Eltern und Kinder hatten, also von uns. Deine Illusion, du seist ein Wir, musst du überdenken, wenn die, die ein Wir sind, in dem Moment nicht wie ein Wir reagieren. Menschen solidarisieren sich nicht, sondern umarmen Menschen, die das erleben. Sie werden, und das ist mir wirklich wichtig, enthumanisiert. Und das haben die Nazis auch getan. Sie haben in einem Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung sich über die Ereignisse auf der Berlinale, dem Filmfestival, empört. Sie nennen das, was dort auf der Bühne passiert ist, Antisemitismus. Und Herr Friedmann, weil es bei der Frage, was Antisemitismus ist und was berechtigte Kritik an Israel ist, immer wieder zum quasi gleichen Streit kommt, lassen Sie uns mal ganz konkret und genau sein, was genau von dem, was bei der Berlinale geschehen ist, was Sie beobachtet haben, war für Sie antisemitisch? Also erstens, selbst wenn ein Jude oder ein Israeli sagt, dass in Israel ein Genozid stattfindet, aber erst recht, wenn es linke Deutsche sagen, dann ist das der Versuch, und das ist furchtbar, weil es erinnert mich an die Rechtsextremisten, den Genozidbegriff, der sehr definiert, Ben Russell, der Regisseur, sehr definiert ist. Der ist nun mal definiert. Wir haben ihn hier im Bild, ja. An eine israelische Regierung aufzuklägen und eine Bevölkerung, die erstens zwar eine nicht für mich tragbare Regierung ist, aber solange 150.000 Menschen vor dem Krieg, aber selbst im Krieg, also demokratisch demonstrieren gegen ihre eigene Regierung, wünsche ich mir ja manchmal auch in Deutschland, es wären ja 1,5 Millionen, dass das stattfindet. Es gab und gibt keinen Beschluss, also das gehört zum Genozid, okay, dass eine Regierung das tut. Das andere ist Apartheid. Ich habe in Südafrika auch als Journalist oft Reportagen. Also der Begriff, die Anschuldigung Genozid, antisemitisch. Sie ist eine Bezeichnung, die in ihrer Wucht und in ihrem auch falschen Ansatz den Staat Israel und damit alle Bürger in einen Brei setzt. Herr Friedmann, der Internationale Gerichtshof prüft derzeit immerhin die Frage, ob das, was Israel in Gaza macht, als Genozid bezeichnet werden darf. Sind also die Richterinnen und Richter latent antisemitisch? Nein, sie prüfen. Sie haben das selbst gerade gesagt. Richtig. Ich finde, dass... Die sagen nicht, es ist so ein Blödsinn. Nein, hört aber mir auf. Das dürften Richter nicht sagen, denn dann wären sie schon wieder befangen, weil sie hätten ja ihr Urteil gefällt. Okay. Nein, sie sind sicher, sie kommen zu dem richtigen Urteil. Das ist ein großer Unterschied, ob man prüft. Aber internationale Organisationen, nehmen Sie die UN, die aus 3/4 Diktatorenländer besteht, sie werden Verständnis haben, dass sich bei so einer Besetzung viele dieser Entscheidungen, nicht was Israel nur angeht, sehr in Frage stellen. Zweitens. Und das ist der Punkt, der mich nicht empört hat. Ich bin kein Empörter, sondern den ich reflektiert dann genannt habe, war die Geschäftsführung der Berlinale, Claudia Roth, der Bürgermeister, haben bei der Eröffnung, bei der ich sein durfte, allen versprochen, so etwas findet nicht unwidersprochen statt. Es fand aber unwidersprochen statt. Und meine Frage war, wenn das so war und ihr wart anwesend, könnt ihr nicht ein paar Stunden später über Twitter sagen, das sei skandalös. Wo wart ihr und warum habt ihr nicht euer Gesicht gezeigt, was ihr uns Bürger immer wieder auch sagt? Zeigt euer Gesicht in der U-Bahn oder sonst wo. Was hätte der Herr Bürgermeister, Ihr Parteifreund von der CDU, genau tun sollen? Wissen Sie, das mit dem Parteifreund können Sie auch langsam lassen, weil ich bin seit 30 Jahren eine tote Parteikarte und habe auch keine Funktion. Gut. Und noch einmal, ich glaube nicht, dass man 30 Jahre Journalist sein kann im Politischen, wenn es da ein Subsum gäbe. Es gibt für mich überhaupt keine Frage, aus welcher Partei man kommt, weil Frau Roth war eine Grüne. Nein.
jede Form von Reaktion, ich will auch jetzt nicht mir anmaßen zu sagen, welche in so einer Situation, aber die Willenserklärung, das Gesicht zeigen, so nicht, weil auch alle ja applaudiert haben, komischerweise. Also das ist das Mindeste, was ich erwarte. Und die Geschäftsführung. Es wurde auch kritisiert. Nein, nein, einen Augenblick, damit wir es nicht nur im Politischen sehen. Die Geschäftsführung hätte rauskommen müssen. Sie ist auch nicht rausgekommen. Alle, die etwas 7 Tage oder 10 Tage vorher versprochen haben, schienen eine Amnesie gehabt zu haben. Es wurde auch kritisiert, dass eben nicht auf die unglaublichen Verbrechen der Hamas hingewiesen wurde. Zum Beispiel, in diesem Kontext finde ich persönlich auch beschämend und falsch. Das wäre aber eine Möglichkeit aber gewesen. Aber ist es antisemitisch? Ja, ich sage noch einmal, Israel und Juden damit, Juden und Jüdinnen vorzuwerfen, dass sie einverstanden wären, das ist ja die Unterstellung, einverstanden wären mit einem Genozid gegen Palästinensern, ist antisemitisch, weil es eine Grundlage der Menschlichkeit den Israelis entzieht. Und wenn es jemand unterlässt auf dieser prominenten Bühne, dann ist es nicht antisemitisch, sondern feige. Okay. Und es ist unglaubwürdig. Das ist genau der Punkt. Darum bin ich nicht empört. Deutsche Politiker und Politikerinnen versprechen seit dem 7. Oktober, dass sie jetzt endlich begriffen haben. Und dann bist du anwesend. Es geht nicht nur um die Berlinale. Es sind ja viele Punkte, wo man nur wieder sagen kann, ich kann es nicht mehr hören. Nie wieder, bitte nicht wieder. Während den Anfängen, bitte nie mehr. Da muss man ja selbst an sich selbst auch ersticken, wenn man diesen Begriff nach 1948, ich glaube, 1000 Mal in den politischen Geschichten erzählt hat. Das ist das eine. Aber wenn man dann da ist, ob das die Geschäftsführer, auch ein Teil übrigens der Applaudierenden, dann sollte man, finde ich, und das ist ja nur Ausgewogenheit, damit wird man ja nicht plötzlich pro-israelisch, was die Regierung angeht, weil Sie auch gefragt haben, was ist Israel-Kritik? Jede Regierung kann kritisiert werden. In Israel, ich sage es nochmal, wird sie dauernd kritisiert. Ja, auch Sie haben sie oft kritisiert. Aber ich bin empört, dass ein Mann wie Ben-Gvir, der als Rechtsterrorist verurteilt wurde, in einer Regierung ist. Aber auf der anderen Seite kann man nicht Regierungsarbeit mit Vernichtungsfantasien Israels kombinieren. Als Trump gewählt wurde, habe ich gedacht, das geht alles gar nicht. Er hat unsere Kultur, die politische, alles verändert. Habe ich deswegen gedacht, man muss Amerika vernichten? Wenn man in Deutschland mit Palästinenserfahne auf die Straße geht, ist man nicht Antisemit. Haben wir das? Jeder Palästinenser und jede Palästinenserin hat nicht nur das Recht, sondern muss auch für den Schmerz, dass diese Menschen in Generationen erleben, das nach außen zeigen können. Wenn es kombiniert wird mit der Vernichtung Israels, dann ist die rote Linie durch. Wenn man es vergleicht mit einer Nazi-Republik Israel, dann ist es wiederum die rote Linie. Aber man sollte dann doch überlegen, und das ist meine politische Überzeugung. Ich war mit Rabin, ich war mit all diesen Leuten immer sehr eng durch meine Funktionen. Wenn es nur eine Frage Israels und der Palästinenser gewesen wäre seit 1948, glaube ich, hätte es eine Lösung gegeben. Aber schauen Sie mal, Katar. Katar hat Dubai oder jetzt die Vereinigten Arabischen Emirate, Dubai, eine Bling-Bling-Stadt. Warum wurde das Geld, das gespendet wurde an die Hamas vom Iran, für eine Stadt unter der Stadt gebaut und nicht den Palästinensern, wenn man so human ist, gesagt, Israel ist ein Problem, aber ihr müsst deswegen nicht im Elend leben. Wir bauen euch auch ein Dubai auf, mit Schulen, mit Straßen, mit Krankenhäusern. Tatsache ist aber, dass die arabische Welt die Palästinenser nicht mit einem eigenen Staat wollte. Erinnern Sie sich an Jordanien, der schwarze September. Erinnern Sie sich am Libanon, wie sie vertrieben wurden. Es wäre doch ein leichtes, die Welt noch mehr und Israel in Scham zu versetzen, wenn die arabische Welt, wann auch immer, begonnen hätte, für ihre muslimische und palästinensische Brüder statt immer Solidaritätsbekundungen und Geld für den Terror zu organisieren, ein Leben organisiert hätte. Und ich will das nur gesagt haben, ohne Iran und ohne arabische Länder wird es, egal welche israelische Regierung ist, kein Frieden geben, weil die Palästinenser dann doch repräsentiert werden von Terrororganisationen. Das war bei Arafat und der PLO so und das ist leider bei Hamas auch so, die alle vom Iran finanziert sind.
Ich habe Ihr Buch Fremd schon erwähnt, wird übrigens zum Beispiel in Hannover auf der Bühne aufgeführt, in Berlin am Gorki-Theater, am Berliner Ensemble. Sie schreiben dort darin, ich zitiere, wer wie ich bis zum 18. Lebensjahr mit einem staatenlosen Pass lebte, wer wie ich Eltern hatte, die aus Polen stammten und die Shoah überlebt haben, in Paris aufgewachsen ist und als jüdisches Kind nach Deutschland kam, lebt im Nirgendwo, ist heimatlos. Wie fühlte sich das an als Staaten- und Heimatloser? Furchtbar. Kalt, einsam. Und ich glaube, ich bin ein einsamer Mensch geblieben. Ich habe kein Urvertrauen erlebt in dieser Familie, war alles brüchig. Und in der Gesellschaft, noch einmal, wir sind in Deutschland, so Mitte der 60er bis 80er, eine sehr seltsame Melange von Heuchelei, Verdrängung, Legendenerzählung. Die Tapeten mussten immer wieder weiß übertüncht werden, wenn die braune Farbe auch bei Repräsentanten der Politik, der Wirtschaft, auch des Journalismus erschien. Und da sitzt so ein Kind, ein Jugendlicher, und schafft es deswegen nicht, aus dem irgendwo im Nirgendwo herauszukommen. Heute bin ich eigentlich froh, dass ich nicht in dem Wir lebe, sondern dass ich dadurch die Chance habe, alles, was im Wir ist, kritisch zu betrachten und es gelernt habe. Wissen Sie, ich bin eigentlich ein sehr ängstlicher Mensch. Ich bin doch der Sohn meiner Mama. Und mir ist schon die Gewalt bekannt. Ich hatte schon auch direkten Kontakt mit einer Gewalt, die mich hätte auch töten können durch Rechtsextremisten. Aber wenn es um diese Fragen geht, über die wir reden, habe ich anscheinend ein Segment, wo ich angstfrei bin. Weil ich weiß, dass wenn die Angst mich zum Schweigen bringt, dann ist es schlimmer, als wenn ich die Angst überwinde und auch Gewaltreaktionen hervorrufe, weil ich würde ersticken. Ich würde dann ersticken, also nicht mehr leben. Es muss gar nicht körperlich sein. Aber wenn die Anpassung zur Neutralisierung des eigenen Menschseins wird, was hat man dann davon? So bin ich sozialisiert. Das hat mir nicht nur Freunde gebracht, aber ich kann atmen. Und jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück. Wenn ein Land autoritär wird, kann ich nicht mehr atmen. Und darum muss ich weg. Das heißt ja im heutigen Diskurs immer, Deutschland sei bei der Aufnahme von Flüchtlingen an eine Belastungsgrenze gekommen. Teilen Sie das und wie würden Sie Ihre heutige Empathie mit den Heimatlosen von heute beschreiben? Also sowas verändert sich doch nicht. Wenn man, was heißt Empathie, sich in diese Menschen versetzt, sind sie doch bereits an der Grenze der Selbstverstörung, dass sie ihre Heimat verlassen, ihr Zuhause verlassen. Wir reden doch jetzt nicht von dem, was dieser auch furchtbare Begriff ist, Flüchtlinge, die aus wirtschaftlichen Gründen primär kommen. Die meisten haben ein ganz furchtbares Leben. Und auch sie denken sich, wo kann ich hin, wo das Leben besser ist? Das ist das eine. Also wie kann man da das schon nicht sehen? Und ich glaube, weil das seit der Gründung der Bundesrepublik, aber auch in ganz Europa und in der Welt so ist, wie es ist, haben wir auch nie die Infrastrukturen geschaffen, die das dann auch umsetzen können. Wenn wir sie aber geschafft hätten, wäre natürlich die Reaktion in Teilen der Bevölkerung, es sind immer zu viele da, aber sie hätten nicht alltäglich auch die, die in der Politik ja wollen, das Problem, dass sie nicht können. Und man muss es auch da wieder sagen, 2015, 16, 17 war eine Rieseninfrastruktur gebaut, hergestellt wurde, die dann wieder abgebaut wurde. Und man ist immer wieder überrascht. Ja, könnten sie brauchen. Oh Gott, wieder ist ein makropolitischer Zustand entstanden, wo wir sie brauchen. Und dazu kann man nur sagen, 1 Million Menschen aus der Ukraine sind ja auch durch den Krieg jetzt dazugekommen. Also diejenigen, die aus den afrikanischen, aus den arabischen, nordafrikanischen Ländern kommen, sind quantitativ im Vergleich zu dieser 1 Million, die in 2 Jahren gekommen sind, nicht nur die tragende Frage, aber sie ergänzen sich. Und jetzt komme ich darauf zurück, wenn Politik Infrastruktur nicht schaffen will,
die ja schon nicht mal reicht für den Ist-Zustand. Schulen sind deswegen schlecht und überfüllt, doch nicht, weil Flüchtlinge kommen, sondern weil sie schon davor schlecht, zu wenig Lehrer, schlechten Unterricht und Gebäude haben, wo die Eltern sich nicht auf das Klo setzen würden, wo sie ihre Kinder hinsetzen. Also auch da muss man ehrlich sein, dieses Land hat in ihrer Infrastruktur, ich rede schon gar nicht von der Deutschen Bahn, aber ich rede von digitaler Welt, von Bildungswelten, von Sozialwohnungen. Wir reden immer über die Wohnungsnot, aber es geht primär um Sozialwohnungen. Die Förderung von Sozialwohnungen ist seit 20 Jahren von allen Regierungen reduziert worden. Und jetzt kommt dann die Menschen, die Fremde sind. Und da kann man sich entlasten, man kann sich austoben. Und da bleibt meine Empathie wieder. Wo ist es nur ein Vorwand, über schlechte Politik, die vorher schon war, zu diskutieren? Und wie lösen wir die Probleme? Und wenn wir sie so jetzt nicht lösen können, würde ich aber gerne sehen, dass man sich bemüht, das morgen lösen zu können. Mhm. Tatsache bleibt, sie können mit nicht so viel Emotionen wecken wie mit dem Fremden. Und das muss ja nicht immer der Ausländer sein. Schon der Andersdenkende, der eine andere Weltvorstellung hat, ist der Fremde, wenn er in eine neue Stadt kommt oder erst recht ins Dorf. Die Abwehr, und das ist Zivilisation, abzubauen, statt wieder populistisch nur mal in die Macht zu kommen, aufzubauen, das wäre unsere Aufgabe. Sie wären beinahe was ganz anderes geworden, Herr Friedmann. Ich öffne noch mal die Box und überreiche Ihnen diesen Gegenstand. Mm. Ja. Warum? Mein Vater war der Überzeugung. Können Sie noch damit umgehen? Ja, ja, man muss hier drücken, aber das ist jetzt heute schon wieder eines der Antiquitäten. Man kann das heute schon besser machen. Aber mein Vater war der Überzeugung, auch aus der Erfahrung seiner Vertreibung, auch aus dem Ghetto, dass der Arzt ein Beruf ist, der in der ganzen Welt arbeiten kann. Sie haben erst mal Medizin studiert. Ja, ich war sogar so blöd. Ich hätte ja nur 2 Zehntel schlechter mein Abi machen müssen. Und dann hätte ich ja eine Formalentschuldigung. Der Numerus Clausus ist der Grund. Aber ja, das konnte ich nicht. Okay. Und dann habe ich Medizin studiert und war todunglücklich. H2O ist nie Wasser geworden. Heute, 50 Jahre später, verstehe ich meinen Vater. Sie haben ja gesagt, gehe ich weg. Wenn ich weggehe, sind meine beruflichen Optionen null. Auch wenn ich 20 Jahre jünger wäre. Ich habe die Sprache nur. Ich habe das Denken. Als Arzt und wenn ich Pfleger werde, hätte ich einen Beruf und ein Einkommen. Und heute verstehe ich meinen Vater. Werden Sie mich jetzt fragen, bin ich unglücklich, dass ich 50 Jahre nicht den Beruf ausgeübt habe? Nein, meine Berufe sind wunderbar. Aber im Prinzip hatte er recht. Richtig Karriere gemacht haben Sie dann, Sie haben dann Jura studiert, trotzdem richtig Karriere gemacht als in Teilen gefürchteter TV-Moderator, der Gastgeber. Ich finde, Sie sind kein Moderator, wir führen ein Gespräch. Sehr gut, Gastgeber, der kann ich mich anschließen. Von allen Interviews, die Sie als Gastgeber geführt haben, welches ist Ihnen heute noch am meisten im Gedächtnis? Oh, das ist so, wie wenn ich Sie heute auch sowas fragen würde. Erstens ist das unfair gegen alle Gäste, die da sind, so einen rauszunehmen. Und ich tue das nicht, weil man sonst auch so eine Frage stellt, wer war Ihr liebster Gast, wer war Ihr schwerster Gast? Ich finde, das ist respektlos. Es gibt Situationen in Gesprächen, die so unerwartet sind, dass man sich dann auch als Gastgeber, der mit einer Redaktion sich vorbereitet hat, die Frage stellt, was passiert da? Mein Arbeiten war zuhören. Und ich habe sehr oft dann die Karteikarten weggelegt, wenn ich irgendetwas gehört habe, wo ich wirklich gedacht habe, entweder das stimmt was nicht oder was sagt dieser Mensch plötzlich, und bin dann auf diese Spur gegangen. Wenn ich aber auf die Spur gegangen bin, dann wollte ich mich nicht vernebeln lassen. Gucken Sie, es ist völlig legitim, dass wir als Journalisten und Journalistinnen sagen, wir brauchen diese Gäste, weil sonst gäbe es uns ja auch nicht mit Sendungen oder was Interviews auch für den Spiegel. So ist das. Genauso legitim ist es aber, dass die Politik uns genauso benutzt. Das heißt, wir sind da schon auf Augenhöhe. Und dann möchte ich mich nicht veräppeln lassen. Ich stelle eine Frage, und das ist eine Frage wiederum des Respekts. Politik muss sie beantworten, weil sie Verantwortung für Menschen trägt. Wenn ich ein Gespräch führe mit einem Künstler oder mit wem auch immer, ist es eine ganz andere Frage, wie intensiv möchte ich der Spur folgen.
Bei Politikern und Politikerinnen ist es meine Arbeit. Und wenn sie mir dann wieder so wegrutschen, wenn sie also letztendlich glauben, man sei blöd oder merke das nicht, war meine Art, so lange nachzufragen, immer wieder mit neuen Gedanken und Aspekten, bis es dann für Politik schwer wurde. Aber ich denke, das ist die Funktion. Ich bin ja nur eine Farbe unter vielen Gastgebern gewesen. Ich kann jetzt schon mal festhalten, bisher verhalten Sie sich nicht wie ein von Ihnen skizzierter Politiker. Sie hören tatsächlich auf die Frage und Antworten darauf. Dafür schon mal zwischendurch vielen Dank. Sie haben ja, Herr Friedmann, zahlreiche Ehrungen in Ihrem Leben auch erhalten. Das Bundesverdienstkreuz erster Klasse ist dabei. Offizier der Ehrenlegion sind Sie. Nicht zu vergessen, der Botschafter vom Saarland. Eine Funktion wird oftmals vergessen. Sie waren auch Krawattenmann des Jahres 2000. Darum bewirbt man sich nicht und kann auch nichts dafür, dass Sie ein weißes Hemd und ich heute ein Pullover trage. Ja, würde ich doch nicht anlegen. Würde ich doch meinen, dass Sie die Krawatte anziehen. Die hat nur zwei Probleme. Erstens ein Logo und zweitens ist sie viel zu breit. Richtig. Aber noch einmal. Ich habe das jetzt nicht als Beleidigung empfunden, weil ich tatsächlich Ästhetik liebe. Ja. Ich glaube, dass das Logo ist vom wunderbaren Fußballverein Borussia Mönchengladbach. Ja, die Krawatte stammt tatsächlich aus den 90er Jahren. Sehen Sie? Sie bedeutet mir viel. Ich würde auch sagen, optisch ist es nicht der Knaller. Naja, das ist wieder ästhetischer Geschmack. Aber ganz ehrlich gesagt, in meinem Leben gab es Wichtigeres als die Auszeichnung. Aber sie wird einem verliehen. Und interessant ist, dass sie so viele Jahre, fast Jahrzehnte weiter so wichtig ist im Vergleich zu den anderen. So gesehen ist das eine tolle Marketingidee, dass man zum Krawattenmann des Jahres ausgezeichnet wird. Sie sind schon als 10-Jähriger im Anzug in die Schule gegangen, habe ich gelesen. Das heißt, die Ästhetik, dass sich Kleiden etwas hermachen, war Ihnen schon nicht immer sehr hermachen. Wichtig. Sehen Sie, ich komme aus Paris, wo Ästhetik eigentlich nie, wie in Deutschland, Oberflächlichkeit bedeutet. Also Oberfläche in Deutschland hat sehr schnell was mit Oberflächlichkeit zu tun. Ästhetik ist genau das Gegenteil. Es ist ein Bemühen um eine äußerliche Haut, mit der man sich identifizieren kann. Und in den Zeiten, als ich in Paris aufgewachsen bin, waren auch junge Leute mit Anzügen, Krawatten unterwegs. Meine Mutter liebte es, in Parfumläden zu gehen, um Parfum zu verschenken. Und ich habe auch im Gymnasium Parfum getragen, damals undenkbar. Wenn ich mir heute meine Kinder anschaue, viel denkbarer. Und in der Tat, als verstunkene Jeans und steife Parkas die Mode waren, bin ich in der Schule so erschienen. Das hat mir nicht viel Freunde gemacht, aber auch das durchzustehen ist eine Lehre. Und am Ende haben sie mich doch zum Schulsprecher gewählt. Also es ist eine Erfolgsstory, wenn man zu sich steht. Ihr Wunsch, Philosophie zu studieren, der stand eigentlich ganz am Anfang. Ja. Den haben Sie sich dann später doch erfüllt. 2010 ein Philosophiestudium begonnen, auch das mit Doktortitel abgeschlossen. Und ich wollte Sie jetzt fragen, haben Sie Lust auf ein kleines Quiz? Nein. Aber was ich Ihnen erzählen will, ist, weil man das in einer Sendung nicht unterdrücken darf. Und ich bin keiner, der die Rosinen pickt. Im Jahre 2003 habe ich einen existenziellen Fehler gemacht, den ich auch heute nicht relativiere. Er hatte viele Gründe, die aber die Handlung in keinster Weise oder die Handlungen rechtfertigt. Und ich habe erlebt, in welch einer Härte ich dann behandelt wurde, die ich nicht kritisiere. Und ich hatte Zeit. Ich hatte plötzlich so viel Zeit. Und dann erinnerte sich meine Frau, dass ich ihr immer gesagt habe, ich wollte Philosophie studieren und ich lese das und alles, und schenkte mir zum Geburtstag ein 10-bändiges Lexikon der Philosophie. Und dann war die Tür geöffnet und ich sagte, weißt du was, wenn, dann mache ich es richtig. Das hat mich verändert, wie jedes Studium einen verändert, weil die Perspektive ins Leben eine neue ist. Und ich bin überglücklich, ohne dass wir jetzt ein Quiz machen, dass das mir viele Türen geöffnet hat. Also meine Philosophiereihen im Berliner Ensemble, die immer ausgebucht sind, oder in der Oper Frankfurt oder anderswo, wo ich mit wirklich klügeren Menschen über wichtige metaphysische Themen wie Krieg, Vertrauen, Gott, Glaube und alles diskutieren kann und wir immer
ein interessiertes Publikum. 90 Minuten ein solches Thema sind ja auch, wenn man will, bezahlte Lehrstunden, die ich mir gönnen darf. Und all das zusammen hat dann natürlich wieder einen anderen Michel Friedmann aus mir gemacht. Und dass ich mich verändere, dass ich dynamisch bleibe, so wie ich irgendwann gesagt habe, ich habe zwischen 16 und 18 Jahren sehr viel geschrieben, Romane, Gedichte. Ich habe natürlich nur kopiert, was ich vorher gelesen hatte. Und dann habe ich aufgehört. Und dann habe ich mir im hohen Alter dann noch mal überlegt, vielleicht noch einen Beruf, noch etwas testen. Wenn du scheiterst, in meinem Alter ist Scheitern nicht mehr narzisstisch besetzt. Und habe angefangen und habe Glück gehabt. So, und dann mache ich jetzt das. Aber was ich da schreibe, ist das Ergebnis von Leben, von Lernen, von Studieren und von Erfahrung. Dafür bin ich dankbar. Wir reden über Ihr ganzes Leben und Sie haben das Krisenjahr 2003 angesprochen, in dem ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Sie waren durch eine Telefonüberwachung ins Visier der Ermittler geraten, die einer Bande von Menschenhändlern auf der Spur waren. Ukrainische Prostituierte sollen ausgesagt haben, sie hätten in ihrem Beisein in einem Berliner Hotel Kokain konsumiert und Drogen angeboten. Ihnen. Können Sie sich an diesen Tag heute noch erinnern? Und wenn ja, wie tun Sie das? Ich tue das beschämt. Ich tue das, weil die Handlung, ich sagte es vorher schon, gucken Sie, ich weiß schon, dass wenn man eine öffentliche Person war wie ich, man auch ein Vorbild ist. Und das war nicht vorbildlich. Das war das Gegenteil. Und dafür muss man Verantwortung übernehmen. Und das habe ich getan und habe alles, alle Ehrenämter, ich hatte ja nur Ehrenämter abgegeben. Und das war eine innere und äußere Befreiung für mich als Mensch mit diesem Anerkennen. Gar nicht für die Öffentlichkeit, für mich selbst. So kannst du dich nicht mehr durchringen, bis das dann ein bisschen weg ist. Du hast erst einmal diese Autorität und das Vertrauen verloren. Und ich habe damals auch gesagt, ich werde versuchen, es mit harter Arbeit und Glaubwürdigkeit wieder aufzubauen. Das ist jetzt 21 Jahre her, das muss man auch sagen. Ja. Über ein Ereignis, das vor 21 Jahren stattgefunden hat, wird selten immer wieder gesprochen. Aber ich spreche auch darüber. Warum? Weil es zu meiner Glaubwürdigkeit gehört. Ich möchte nicht, dass es so aussieht, als dass mein Leben lang alles gut gelaufen ist. Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass andere Menschen, auch junge Menschen, verstehen, dass das zwar noch einmal nicht entschuldbar ist, aber dass wir Menschen Dinge machen, aber dass man dazu stehen sollte. Ich habe viel in Vorbereitung gelesen, was Sie zu den unterschiedlichsten Phasen Ihres Lebens gesagt haben. Sie haben über diese gesagt, ich musste wochenlang mit mir verhandeln, willst du leben oder sterben? Ja, denn darum ging es ja. Das Verhalten, noch einmal, ich will das nicht jetzt zusammenkleben. Das Verhalten bleibt unverzeihlich. Aber ja, ich habe oft darüber nachgedacht, ob ich noch leben kann und will, nachdem meine Mutter und dann mein Vater und dann Ignaz Bubis gestorben sind und ich in eine endgültige Vereinsamung geraten bin. Sie dürfen doch nicht vergessen, dass alles, wie wir vorhin gesprochen haben, tot war. Und dieses Leben, das sich konzentriert hat, auf gegen Hass zu arbeiten. Ich bin in Schulen gefahren wie Bubis. Ich bin abends in Podiumsdiskussionen gesessen. Ich war immer konfrontiert mit Hass. Und das vergiftet das Leben. Das vergiftet einen. Und es hat mich vergiftet über die Biografie und die Sinnlosigkeit, die ich empfand zu diesem Zeitpunkt, zu glauben, dass ich was verändern kann. Und andere auch diese Fragen verändern. Und ja, es gab Momente, und Sie beschreiben das, wo ich immer ganz kurz davor war, mir zu sagen, du kannst nicht mehr. Das ist das eine. Und das Wollen spielt dabei weniger eine Rolle, das Können. Du bist müde, du bist erschöpft und du hast keine Perspektive mehr. Und das hat mich verändert. Und das hat auch dann 2, 3 Jahre zu einem Verhalten geführt. Und darum sage ich nochmal, das kann man nicht damit in irgendeiner Form entschuldigen, dass falsch war. Es ist auch nicht der Weg gewesen, um mir Gutes zu tun. Im Gegenteil, anderen das angetan zu haben, dass sie eine Bezugsperson verloren haben, an die sie
glaubten, ist etwas ganz, ganz Schlimmes, unabhängig der Handlungen. Würden Sie eigentlich sagen, dass der Konsum von Kokain oder der Umgang mit Zwangsprostituierten das für Sie schlimmere, belastendere war? Also, ich habe das, und ich sage das nicht jetzt in irgendeiner Form, dass die Geschichte mit den Zwangsprostituierten war kein bewusstes Handeln. Es waren Anzeigen. Viele sagen, das hättest du überdenken können. Ich nehme das an. Aber hätten Sie es sich denken können? Nein, man ist vielleicht dann auch nicht bereit zu denken. Aber als ich es erfahren habe, gab es keine Frage. Es ist falsch. Kokain hatte noch eine andere Frage. Es war gesetzlich verboten. Punkt. Man kann dazu stehen, wie man will. Ich finde es für richtig. Ich finde es aber genauso richtig, dass man über Alkohol nachdenkt. Sie finden richtig, dass Kokain gesetzlich aber verboten ja. ist, ja. Und ich finde es wichtig, dass man über Alkohol nachdenkt, das 40.000 Tote im Jahr hervorruft und um die 3-4 Millionen offizielle Alkohol-, also Suchtkranke hat. Mhm. Und da sieht man aber wiederum die Ambivalenz mit all dem, was da passiert. Aber eine Droge, die verboten ist, ist verboten und bleibt verboten. Und wenn man dagegen verstößt, wird man zu Recht bestraft. Und hat etwas getan, was zum Beispiel bei Jugendlichen damals auch dann eine Aussage hat, die ich nicht stehen lassen kann. Also, warum nicht? Es war verboten. Und dazu steht man dann. Und man steht auch dann zu der zweiten Frage, gewusst, nicht gewusst, gedacht, nicht gedacht, spielt dann keine Rolle mehr. Auch das ist ein Verhalten, wo Menschen in einer Unwürdigkeit diese Frauen behandelt werden. Und da gibt es auch wieder kein Wenn und Aber. Es gibt dann kein Wenn und Aber. Und ich habe das insgesamt auch so gesagt. Alles, was ich getan habe, ist falsch. Alles, was ich getan habe, entspricht nicht meinen eigenen Ansprüchen. Und ich verstehe, dass ich dafür auch bestraft wurde. Sie haben auch mal gesagt, früher sei es für Sie undenkbar gewesen, eine Familie zu gründen. Genau. Hat Sie die Begegnung, die langjährige Partnerschaft mit Ihrer Frau Bärbel Schäfer aus diesem Loch befreit? Ich habe zum ersten Mal Liebe zugelassen, ohne sie zu koppeln mit der Fantasie des Todes, also des Verlustes. Ich habe, und da sehen Sie ja, wie bei mir es sich dann etabliert hatte, in meiner Psyche, ich habe Liebe immer mit Verlust verbunden und habe deswegen, und ich hatte in meinem Leben auch andere Begegnungen, die eine große Liebe hätten werden können. Sobald ich spürte, dass das passieren könnte, bin ich weggelaufen, weil ich Angst hatte, ja, von Verlust. Und haben auch meine Frau war die erste Person, wo ich ein kleines Fenster geöffnet habe. Heute ist die Durchlüftung aus allen Öffnungen gewünscht. Und als meine Kinder kamen, und ich habe auch da immer die Fantasie gehabt, was machst du, wenn deine Kinder sterben? Also immer vom schlimmstmöglichen ausgegangen. Immer vom Tod her gedacht, von Vernichtung, von Verfolgung oder auch von Krankheit. Ich wusste, dass ich das eigentlich nicht mehr aushalten konnte, weil ich wusste, wie ich es nicht ausgehalten habe, als meine Mutter, mein Vater, meine Großmutter und Bubis gestorben sind. Ich weiß, wie ich darauf reagiert hatte. Und ich glaube, so ambivalent das ist, der Zusammenbruch, neben dem, was wir jetzt diskutiert haben, der innere Zusammenbruch, das war die Frage. Lebst du oder stirbst du? Und meine Frau hat mich zum Leben zurückgebracht. Und das sind jetzt über 20 Jahre. Und ich verdanke dieser Familie. Ich habe heute die Angst weniger. Ich kann damit umgehen. Ich weiß, es wird mich umhauen, aber es wird mich nicht mehr zerstören. Und die Jahre, die dazu in diesen 20 Jahren an Leben, an Glück und auch an den Sinn gekoppelt sind, sind die ersten Jahrzehnte meines Lebens, von denen ich Ihnen so erzählen kann. Da war ich dann schon Ende 40. Traurig. Herr Friedmann, ich danke Ihnen für diese Offenheit und ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen.